Hallo, Freunde der tollen realistischen Lande dort und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, einer neuen Folge, einer, ja, echt die erste Folge aus und von und mit der Pulau. Ja, warum und wieso und weshalb? Ich habe schon mal eine Folge aufgenommen und leider war diese Folge unbrauchbar, weil, das Mikrofon so nicht funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich, weiß gar nicht, habe ich schon mal aufgenommen mit dem Setup, ne? Ich weiß nicht. Jedenfalls, das Mikrofon hatte ich so neben mir stehen und habe gedacht, ja, es ist ja ein Richtmikrofon und ich richte das auf mich und das wird schon passen. Und es hat nicht gepasst. Es hat sich nicht gut angehört und zu allem Überfluss war der LS auch noch zu laut im Vergleich zu dem, was ich gesagt habe. Deswegen habe ich den LS zum einen jetzt leise gemacht. Mit einem Problem war wahrscheinlich auch, dass wir in diesem anderen Flapper da drüben drin waren im letzten Video, denn diese Flapper hier ist, wie ihr hören könnt, sehr laut. Also hoffe ich mal, dass wir das Problem heute nicht haben. Wir sitzen heute in diesem Flapper drin. Und ich habe das Mikrofon jetzt mal provisorisch hier. Ich muss ja von Anfang anfangen. Ne? Wie machen wir das? Erstmal schauen wir, dass ich jetzt hier was arbeite. Dass wir hier was fahren, weil sonst ist es blöd. Ich habe mein Setup jetzt weiter provisorisch aufgebaut. Das Setup ist nach wie vor provisorisch aufgebaut. Aber ich habe jetzt mein Tri-Stick wieder. Also meine Buttonbox. Ich habe meine Buttonbox jetzt zwischen Lenkrad und Gangschalthebel. Das ist alles ziemlich suboptimal, aber es funktioniert. Und dadurch, dass ich jetzt hier... die Tastatur ist jetzt ein bisschen im Weg. Dadurch, dass ich jetzt hier... So, Moment, ich muss nochmal ein Meterchen zurückfahren. Dadurch, dass ich die jetzt den Trusty wieder habe, konnte ich jetzt auch wieder Frontladerarbeiten machen und so weiter. Und bevor ich jetzt allzu viel quassle, würde ich mal sagen, wir hüpfen gleich in die erste Zeitraffer-Aufnahme rein. Die erste Zeitraffer-Aufnahme ist nämlich... komm, wir sitzen bei Ihnen. Dann habe ich wohl kein Headtracking, aber wir können natürlich trotzdem hier uns ein bisschen weiter vorsetzen. So, jawohl. Wobei man bei diesem Flapper, glaube ich, gar nicht so weit vorne sitzt. Bei dem sitzt man tatsächlich ein bisschen komisch drauf. Was ich sagen wollte und was ich jetzt versuche, den Satz zu beenden, ist, ich habe mein Joystick wieder aktiviert und entsprechend konnte ich wieder Frontladerarbeit machen und entsprechend habe ich dann noch ein paar Ballen gewickelt mit dem Ferguson hier. Und wir haben diese Ballengreifzange habe ich nicht mehr genutzt, sondern da drüben die andere. Ballengabel, mit der ging es einfach besser. Wir sind ja im Moment immer noch dabei, uns auf die Rundballen einzustellen und vorzubereiten und ja, das hat einfach besser funktioniert. So, ich muss jetzt hier mal ganz kurz die Fallen drauf machen. Wir sind nämlich hier mitten am Mähdreschen und jetzt weiß ich gar nicht mehr. Doch, wir hatten, glaube ich, hier diesen Aufbau auf diesem Anhänger oder hatten wir den nicht? Jedenfalls, jetzt haben wir ihn. Wir hatten den schon, weil Gesamtpreis 0. Also, passt das soweit? Konfigurationieren, so. Und, sehr schön. Muss ich hier nur noch wieder anhängen, das Ganze. Und dann, können wir mal ganz kurz rückwärts fahren. Weil wir müssen eigentlich nicht rückwärts fahren, wir können eigentlich auch vorwärts fahren. Auf diesen Anhänger laden wir jetzt nämlich die Gerste, die ich ins Silo reingekippt habe. Und, da kommen wir gleich noch dazu. Ne? So viel durcheinander. Was wir jetzt... Okay, das war jetzt hier viel zu dicht genommen hier. Das wird jetzt ein bisschen schwierig dafür, wenn es da doch nicht geht. Der Flap ist ja schön wendig. So, perfekt. Und dann vorwärts. Was ich eigentlich sagen wollte ist, wir machen jetzt mal eine ganz kurze Zeitrafferaufnahme vom Ballenwickeln. Und bis gleich. We'll be right back.
sind wir wieder zurück von der ganz kurzen Zeitraufnahme. Und jetzt werden wir hier den Hafer, der hier drin ist, aus dem Silo rausnehmen. Es ist nämlich so, ich bin mir nicht sicher, vielleicht könnt ihr mir dabei helfen. Aber ich glaube, dass ich in dieses Silo nur eine Sache reintun kann. Also realistisch betrachtet. Natürlich kann man mal in so ein Silo zig Sachen reintun. Aber ich glaube, realistisch betrachtet kann ich in das Silo immer nur eine Fruchtart reintun. Und das ist natürlich ein bisschen schade, weil das auch ein bisschen großes Silo ist und ne, ein bisschen suboptimal. Der Gedanke ist, theoretisch könnte man natürlich hier drin das Silo aufteilen, da irgendwie mit, dass in der Mitte noch eine Wand ist oder so, dass man zwei Sachen reintun kann oder vier teilt oder so. Die Frage ist aber, ob das physikalisch geht, weil normalerweise sind diese Silos extrem fragil, ne? Die sind ja eigentlich nur dieses Wellblech hier außenrum und diese Träger hier, die tragen auch nicht sonderlich viel. Das Silo an sich funktioniert nur deswegen, weil die Last, die von innen drückt, auf alle überall dasselbe ist. Na, man füllt quasi in der Mitte von innen rein, es gibt einen Berg und der Berg zentriert sich nach oben und entsprechend ist die Last, die nach außen auf diese Wände drückt, rundherum dieselbe und somit hält sich das Silo quasi an Ort und Stelle. Ja, ne, und deswegen ist mein Gedanke, wenn jetzt hier Wände drin wären und ich da ein Viereck voll mache, dann wäre die Last einseitig und würde das Silo kippen. Und man kann das tatsächlich auch sehen. Es gibt da richtig viele YouTube-Videos, da richtig viele nicht, aber jedenfalls ist es zum Beispiel so eine Sache bei den Silos, wenn man das zu feucht reintut, das Getreide, dann kann es passieren, dass das da drin verklumpt und wenn man es dann raus befördert von unten, dass irgendwo in der Ecke was liegen bleibt. Und dann kann es tatsächlich passieren, dass das Silo sich unförmig entleert und dass das Silo dann anfängt zu kippen und auseinanderbricht. Und ja, wenn man auf YouTube Videos findet, wie Getreidesilos auseinanderbrechen, ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum das passiert. Und das bedeutet, dass ich deswegen denke, dass es physikalisch nicht möglich ist, hier mehrere Sachen reinzutun. Falls ihr aber da Bescheid wisst und ihr sagt, halt, nee, stopp, ich habe in echt so ein Silo am Hof und ich habe da eine Trennwand drin und das geht, dann würde mich mal interessieren, weil dann könnten wir das natürlich anders machen. So, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir am besten den Anhänger mal in die Scheune reinfahren. Und ja, weil wir haben jetzt zwei große Weizenfelder zu dreschen und diese zwei großen Weizenfelder, die bekommen, dann kommen da rein, weil das ist natürlich jetzt das, was wir hier am meisten brauchen. So, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier schön rückwärts hier reinrangieren. Und ja, nicht zu scharf die Kurve nehmen, dass wir schön den Platz haben. Mal gucken, ob das geht, ob das geht, ob das geht. Aber ich glaube, dass doch das geht. Ich habe zwar jetzt hier einen ganz schlechten Bogen gefahren. Das geht so erstmal nicht. Aber wir kommen zumindest jetzt schon mal in die richtige Richtung mit dem Ganzen. Nee, das war jetzt schlecht. Das war schlecht. Macht nix. Geh nochmal nach vorne. So. Sehr schön. Und jetzt nochmal nach hinten und dann klappt das Ganze. Genau. Jedenfalls, es ist einiges passiert in der Zwischenzeit hier auf dem Hof und ich habe schon wieder verbockt. Das war jetzt viel zu scharf eingeschlagen. Warum kann ich plötzlich nicht mehr rangieren? Das ist schon eine Weile her wahrscheinlich. Das ist das Problem. Was ich eigentlich sagen wollte ist, dass ich nicht mehr ständig, was ich eigentlich sagen wollte, sagen sollte. So, überhaupt und sowieso. Das sollte ich auch nicht sagen. Ich sollte eigentlich gar nichts sagen. Ich quassel zu viel. Ich quassel eh das Falsche. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir waren Gülle fahren. Also Rainer war Gülle fahren. Und Rainer war mit dem Güllefass Gülle fahren, weil es nämlich geregnet hat. Und ja, wir da nichts anderes machen konnten. Überhaupt hat sehr viel geregnet, da kommen wir aber gleich noch dazu. Und ja, Gülle fahren sind wir gewesen. Und ich habe ein bisschen Video gemacht. Leider ist schon dunkel gewesen, deswegen habe ich nicht viel Video gemacht. Aber wir haben hier ein paar Videosequenzen vom Gülle fahren mit diesem Gespann hier. Und wir haben den T30 hier am Güllefass dran. Ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt, ne, dass wir definitiv die Schlepper, die hier auch alle einsetzen. Auch wenn der T30... eigentlich ne, der kleinste Schlepper ist bei uns auf dem Hof, werden die trotzdem alle eingesetzt. Müssen wir aufpassen, dass wir... jetzt berühren wir das Ganze. Ich habe das jetzt echt verbockt, ne? Jedes Ding hier reinfahren. Eieiei. Aber, ja, egal. Wir fahren da jetzt trotzdem voll rein und dann haut das hin. Wir setzen die Schlepper ja alle ein. Wir setzen auch die alten Schlepper ein. Und, ja, deswegen... der T30 tut sich zwar mit dem Güllefass schwer, aber er packt es gerade so und das ist gerade richtig, genau richtig. Ne, dann darf er auch mal richtig unter Last kommen, das ist wichtig. Ne, sonst hätte er natürlich auch mit dem Gülle fahren können, aber mit dem Schlepper war ich noch unterwegs zu dem Zeitpunkt. Und ja, haben wir den T30 im Güllefass gehabt und ja, das funktioniert. Ne, der hat schon öfter das Güllefass gezogen, der hat schon früher manchmal das Güllefass gezogen. Und tut sich am Berg schon schwer, aber geht. Und dann wird er auch mal ein bisschen freigepustet, das passt, ist, ne, kommt ordentlich auf Temperatur, so wie das sein muss. So, genau. Was wir jetzt aber machen, ist mit diesem Schlepperchen hier fahren. Und ich werde euch auch zeigen, warum wir mit diesem Schlepperchen hier fahren. Wir haben nämlich einen kleinen Fehler gemacht. Wir haben jetzt, okay, nee, dann nehmen wir diesen Anhänger hier dafür. Ja, dann nehmen wir diesen Anhänger dafür. Wir haben jetzt zu wenig Anhänger, das ist so ein bisschen das Problem. Wir haben nämlich angefangen zu dreschen. Wir haben Hafer gedreschen, den Hafer, den ich jetzt hier gerade eben gezeigt habe. Und ich werde euch mal eine Zeitraufaufnahme zeigen. Bis gleich. Wisst ihr was?
Ich werde euch jetzt keine Zeitraffaufnahme zeigen. Ich werde euch jetzt Aufnahme vom Güllefahren zeigen. Das machen wir jetzt. Und dann. Dann sind wir wieder hier. Jetzt nehme ich euch ganz kurz mit aufs Feld. Beziehungsweise eigentlich brauche ich euch nicht mit aufs Feld nehmen. Uiuiui, was war denn das gerade für ein Ruckler? Eigentlich brauche ich euch nicht mit aufs Feld nehmen. Was ist jetzt los, hä? Was ist komisch mit der Gangschaltung? Der Gang? Ah, so. Ja, ich muss mich noch ein bisschen an die Schaltung vom MF gewöhnen. Wir haben den noch nicht so lange. Und entsprechend ist das alles ein bisschen tricky noch, dass ich hier die richtigen Gänge finde. Was ich eigentlich sagen wollte ist, wir haben das kleine Haferfeld, das hier gedroschen. Und davon gibt es eine schöne Zeitraufaufnahme und die spiele ich jetzt ein. Und machen wir das so? Nee, wir machen das nicht so. Wie machen wir das? Das Problem ist, dass ich das Video ja schon geschnitten habe und dann festgestellt habe, dass ich das nicht verwenden kann, weil soundtechnisch komplett im Eimer war. Und ja, jetzt muss ich hier irgendwie aus den Resten nochmal ein Video machen und muss gucken, dass das, was ich jetzt aufnehme, zu dem passt, was ich schon geschnitten habe und ich da quasi die soundtechnisch schlechten Stellen ersetzen kann, was eigentlich alle sind, wo ich gequasselt habe. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Jedenfalls, so. Eine Gruppe hochschalten, dann sind wir jetzt hier uns im Schnellgang theoretisch, dann können wir noch eine Gruppe hochschalten, dann sind wir im Spargang. So, aber wir brauchen ja auch nicht so wahnsinnig schnell über die Feldwege fahren, obwohl die Feldwege eigentlich, na, der hier ist ziemlich gut ausgefahren, da kann man ziemlich gut, allgemein sind die Feldwege hier in der Ecke gut, nicht so viele Schlaglöcher drin, ist eigentlich ganz angenehm. Hier hole ich jetzt einen Anhänger voll Raps ab, den haben wir nämlich auch noch getroffen, aber da werden wir dann wahrscheinlich im nächsten Video dazu kommen oder so, das wird jetzt alles ein bisschen ungeplant oder ein bisschen durcheinander. Ja, wie gesagt, das ist jetzt alles ein bisschen nicht ganz so, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe, aber ja, sorry, ne. Irgendwie muss ich gucken, dass da jetzt ein Video zusammenkommt. Das ist eh viel zu lange. Ne? Ich wollte eigentlich nicht, dass eine Woche dazwischen ist, zwischen dem Intro-Video und dem nächsten. Aber das ist jetzt leider so geworden. Weil dann doch irgendwie immer noch was schief gegangen ist und was dazwischen gekommen ist. Und ja, schauen wir mal, was diesmal schief geht. Ne? Schauen wir mal, was diesmal schief geht. Nicht auf die Beladung achten. Die Beladung ist eigentlich nicht so gewesen. Aber der Server ist ja mittlerweile neu gestartet. Und dann
beziehungsweise der Client ist neu gestartet, ich bin neu drauf und dann wird das ja zu einer Standardbeladung und die Standardbeladung bei dem Anhänger ist wohl nach hinten. Ich habe da schon geschaut, dass das Gewicht eher nach vorne ist. So, wir drehen jetzt aber hier aufs Feld rum. Und ja. Bei dem Flap ist so, dass der Sprung vom dritten zum vierten ist ziemlich groß. Selbst in der A-Gruppe ist er eigentlich schon zu groß. Eigentlich muss man tatsächlich in die C-Gruppe hochschalten, dann vom dritten in den vierten und dann wieder in die A-Gruppe runterspringen. Dann haut es am ehesten hin. So. Jetzt mit dem Anhänger hinten dran kann ich eh noch schnell über den Feld wegfahren, weil ne, der federt jetzt gut, da ist jetzt Gewicht drauf. Wir haben hier 6500 Liter Raps, ne, das ist 6,5 Kubik Raps auf dem Anhänger. Das ist schon, das ist ein Gewicht, ne, das ist einiges. Und ja, das Problem ist, dass ich eigentlich den Anhänger hier verwenden wollte, um dann nachher den Weizen zu fahren. Und jetzt haben wir natürlich, jetzt müsste man theoretisch das hier erst ins Silo reinkippen und dann vom Silo in den anderen Anhänger laden. Und das mache ich aber, glaube ich, nicht. Ich glaube, wir nehmen dann doch den anderen Anhänger zum den Weizen hin und her fahren. Weil, wie gesagt, wir als nächste Weizen dreschen. Und was ich eigentlich nur sagen wollte, was ich ja komplett vergessen habe zu sagen, was ich am Anfang aber ja ganz kurz erwähnt habe, ist, wir hatten so wahnsinnig viel Regen. Ne? Wir haben es jetzt hier mitten September schon. Und wir sind noch nicht fertig mit Dreschen. Das ist richtig, richtig übel. Die meisten Landwirte hier haben es irgendwie hinbekommen. Die waren früh dran. Wir waren dieses Jahr ein bisschen später dran und sind dann voll in die Regenwochen reingekommen. Ganz schlecht, ne? Viel Lagergetreide, gar nicht gut. Aber das ist jetzt leider das, womit wir leben müssen. Ne? Womit wir jetzt hier gucken müssen, dass wir irgendwie wieder runter kommen. Ist natürlich ein großes Problem, weil der Ackerbau ja unsere Haupteinnahmequelle ist. Ne? Mit den Tieren verdienen wir nicht ganz so wahnsinnig viel und mit der Milch noch weniger. Ne? Mit den Tieren verdienen wir tatsächlich mit den Jungtieren, ne? Mit Verkauf von Jungtieren für Fleisch und auch den Verkauf für Jungtiere für ne, die weitere Zucht bei anderen, verdienen wir tatsächlich mehr als mit der Milch. Und ja, mit der Milch verdienen wir definitiv deutlich weniger als mit dem Ackerbau. Von daher, das ist alles ein bisschen, es hängt am Ackerbau. Und der ist dieses Jahr echt, die Ernte ist nicht so ideal. Das ist, wir haben dann doch einiges an Verlusten. Ich hoffe aber einfach mal, dass wir es jetzt von uns wegkriegen. Es ist jetzt schon ziemlich spät im Jahr. Viel zu spät im Jahr. Aber ja, ich habe jetzt keine Wahl. Ne? Ich habe jetzt keine Wahl. Das ganz große Problem ist, ja, ihr seht jetzt, ich habe hier noch Raps drin. Ein Raps hätte eigentlich schon länger weg müssen und haben auch noch ein paar andere Sachen drin stehen, die jetzt auch noch weg müssen. Und ach man, es ist nicht ideal, ist wohl die Untertreibung des Jahres, aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Also das jetzt alles von Dreschen. Die einzige Frage ist halt, na, wie wird das am Ende dann, vom Ertrag ist halt nicht so ideal. Ne? Wie gesagt, wir haben dann doch einiges an Verlust, auch durch das Lagergetreide. Und da das letzten Endes unsere Rechnung zahlt und wir jetzt gerade richtig viel Geld ausgegeben haben für Schlepper und Presse und so weiter, ist das suboptimal. Und meine Rückwärtsfahrkunst ist heute auch irgendwie suboptimal. So kommen wir da definitiv nicht rein. Da kommen wir aber eh nicht rein, weil da die Paletten im Weg stehen. Und da kommen wir auch nicht rein, weil da der Wickler im Weg steht. Wisst ihr was? Im Moment regnet es ja nicht. Wir stellen den einfach mal hier mittig im Hof ab. Also nicht ganz mittig, aber hier so vor dem Tor. Ach, aufpassen hier, das ist nicht so ideal. So, und dann werden wir den nachher da hinstellen, wo jetzt der Drescher im Moment ist. So, jawohl. Perfekt. Sehr gut, dann können wir nämlich den anderen anhängen. Ich weiß nicht, ob in den mehr reingeht als in den anderen. Könnte auch sein, dass hier mehr reingeht. Weiß es nicht. Bald stellen wir den mal raus, wo wir letzten Endes Getreide dreschen wollen. Ja. Perfekt. Dann machen wir uns auf den Weg zum ersten Feld. Das wollte ich. So. Das versuchen wir das mal. Ne? Wir fahren jetzt hier. Wir sind die Gruppe D. Und dann schalten wir jetzt hoch in den vierten Gang. Runde in A. Dann ist es ein akzeptabler Sprung. Ja, so muss man die letzten Endes schalten. Man könnte das Ganze natürlich auch auf eine Art Automatik setzen. Und dann sollte das eigentlich ja von selber irgendwie passieren. Allerdings, um ne, ganz kurz wieder auszubrechen aus, ne, wie gesagt, wir haben ja hier nicht so eine wahnsinnige Story, wir tun ja hier schon eher über alles mögliche quasseln. Leider hat das RMT ein Problem mit Fleppern, die die Automatik verbaut haben, die seit dem letzten DLC, seit dem Waldra-Update mit drin ist. Und seit dem Waldra-Update gibt es ja eine Automatik für die Schaltung
Und damit hat leider das Getriebe-Rhythm-Addon-Skript ein Problem. Und ich hatte noch nicht die Zeit, mich darum zu kümmern, um mal danach zu schauen, noch nicht die Motivation dazu. Überhaupt habe ich da schon sehr, sehr lange nichts mehr damit gemacht. Und ja, das ist so ein bisschen schade, aber ist es halt im Moment leider so. Aber dafür alle, die sich gewundert haben, ob das ein Bug ist, ja, das ist ein Bug, beziehungsweise ein Problem, wo ich erstmal gucken muss, was da überhaupt los ist. Haben auch noch ein paar andere Probleme natürlich in dem Skript, die generell mal angepasst werden müssten. Puh, ja, ne? Puh. Hat eine Sirene gehört hier? Hat eine Sirene gehört. So, jetzt fahren wir hier hinten hin. Da waren wir gerade eben und das Nachbarfeld ist aber auch uns. Das ist hier am Ende von diesem kurzen Grasweg. So. Das ist natürlich jetzt die Frage, wo wir hier den Anhänger hinstellen. Wahrscheinlich gehen wir erstmal hier in dieses Feld hinein. Und dann gucken wir mal, wie wir da mit dem Metro schon nachher hinkommen. So, vielleicht. So, da ist ausmachen erstmal ganz kurz. Dann gucken wir uns nämlich eben mal das Feld an. Das ist das Feld, was wir jetzt ernten wollen. Steht jetzt hier am Rand eigentlich nicht schlecht, aber drin sieht es ein bisschen schlechter aus. Und ja, ich glaube, der Ertrag hält sich dann halt doch auch ein bisschen in Grenzen, ne? Wenn man halt schon ein bisschen Verluste hat. So, ja. Was wir jetzt machen ist, wir machen was anderes. Nein, wir machen nichts anderes. Wir machen wieder dasselbe, wir machen eine Zeitraffaufnahme. Und zwar, Moment mal, habe ich euch jetzt schon die Aufnahmen vom Glyphon? Doch, ich glaube, die habe ich euch gezeigt. Ach, ich bin jetzt so durcheinander. Genau, Zeitraffaufnahme. Wir machen jetzt eine Zeitraffaufnahme und zwar als Abschluss des Videos. Danach kommt nichts mehr. Das Ende vom Video ist jetzt quasi eine Zeitraffaufnahme vom Dreschen von dem Haferfeld. Ich glaube, das habe ich noch nicht gezeigt. Ja, nee, es ist jetzt ein Durcheinander. Ich hoffe, ich konnte daraus irgendwie eine Folge. Also, wenn irgendwas jetzt nicht zusammenpasst, ne, wenn ich irgendwas gesagt habe und dann am Ende ein anderes Video kommt, dann habe ich es verbockt. Ja, ich hoffe, ihr könnt die Folge trotzdem gucken und ja, das war die erste richtige Zulauffolge in allem chaotischen Glanz. Mir ist nichts Besseres eingefallen. Wir schauen mal. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr nächstes Mal sehen wollt und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Viel Spaß mit der Zeit drauf, wenn die jetzt noch kommt und auf Wiedersehen und tschüss.